Carlos Martins und wir hören uns live aus dem TradeSlab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und wir sind aktuell bei 15.063 Zähler und wir sind dichter dran an der 15.100. So. Wenn wir unsere ersten Trade platzieren, wir haben wieder eine Kurslücke. Das kennen wir ja in den letzten Tagen immer wieder hier oben. Das heißt, wir haben hier bei dem Blue Box Chart 35, 41, das waren gestern die Bewegung, keine kleinen Blue Boxen gehabt. Und wir gehen jetzt direkt in die Vola-Boxen rein. Ich mache hier mal, gehe auf den 5-Minuten-Chart und Vola-Box. Gestern schöne Bewegung gewesen. Und wo kommt die Vola-Box heute rein? Forecast 15.231, da sind wir entfernt. 15.231 um 9 Uhr. Und wie immer jetzt gehen wir einmal in die Kryptos und fangen an bei heute bei Ethereum. Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch. Scroll mal runter, dann gehen wir kurz auf Bitcoin. 43.000 Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Move. Dow Jones, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5. Richtung ist hier, glaube ich, eindeutig. S&P 500, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short. Wir gucken mal auf Weekly. Eine sehr Short Kerze auf Wochenbasis. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist Öl. Long auf Daily. 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Gold 1754, Daily Short, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, also wechseln wieder in die Assets. 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der nächste ist der Good Old German DAX. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short. Und wir sehen hier das Gap, das letzte Gap hier. Und das war das Tief hier von dem Monat September bei 15.016. So, 4 Stunde Short, Daily Short, 30 Short, also alle Zeitebenen hier Short. Aufpassen. Aufpassen also bei den klassischen MTX-Long-Signalen, wenn man jetzt kurze Bewegungen mitnimmt, wenn man 520 den Stop-Loss nimmt, dann spielt das ja keine so große Rolle. 15.067 aktuell und wir bereiten uns jetzt auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor, den 1001. Trade oder erste Trade. Ja, nee. Also alle, die dachten, ich gebe jetzt auf, ich höre jetzt auf. Nein, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich bin gut drauf. Also, dann schauen wir mal, wo der Markt gleich reinkommt. 8.44 Uhr und los. Es geht los. Big Number 15.092 zu 15.107. Gestern hatten wir beim 1000. Trade, als wenn man das Drehbuch selber schreibt, eine Minutenkerze, die war 100%.
Punkte groß, 100 Punkte lang. Wir gucken, was die Kerzen heute machen. Und wir sehen Big Number, die 15.000er Marke in Angriff. 15.035. The very, 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 very big number, 15.000er Marke. Und aktiviert 15.007 Long im ersten Trade. Ab den zweiten gehen wir auf angepasst. Jetzt haben wir den tausendsten Trade hinter uns gebracht, Eröffnungstrade. Jetzt geht es weiter. Ab den zweiten gehen wir auf angepasst. Und wir sind jetzt im zweiten und dann versuchen wir, die Zielmarken sind klar definiert, erstmal Richtung 50 in beide Richtungen. Zweiter Trade, meine Damen und Herren. Geht es jetzt in den dritten Trade, werden wir den dritten Trade auch hier platzieren und gehen auch hier auf angepasst. Das geht schnell. Vierter Trade. Fokus jetzt auf diesen Trade. Fünfter Trade. Noch Risiko, alles soweit in Ordnung. Die 15.000er Marke ist natürlich eine spezielle Big Number. So, die 20 muss überwunden werden. Wie gesagt, wer Herzrhythmusstörung hat, steigt bitte jetzt hier aus. Ja, plus minus 0.
9:08 Uhr. Das Ganze also relativ zügig. So, jetzt sind wir im Gewinn 0,03. 23, 26 jetzt. Zieh. Jetzt einmal ein bisschen pusten. Schloss rausnehmen. 30 gehandelt. Und raus. Unterstützung bei 30 und beziehungsweise Widerstandszone war die erste. Da erstmal raus und wir platzieren hier die Big Number noch einmal. Und wir sind also im fünften Trade raus mit Tagesziel erreicht. Zeit für einen Kaffee. Ich melde mich gleich nochmal. Und für die YouTuber, das war Trade Nummer 1001. Wünsche allen ein schönes Wochenende und melde mich gleich nochmal.